Was auch immer. Kluges sagen. Ja, ob es klug ist oder nicht, das obliegt euch. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto weniger macht es Sinn, darüber zu diskutieren. Ich denke, die Fronten sind hier klar. Eine Lösung werden wir durch Diskussionen sicherlich auf absehbare Zeit nicht bekommen. Ja, aber wir brauchen eine Lösung. Ja. Ich gebe euch ja recht, aber das löst unser Problem ja nicht, nur uns anzuerkennen, dass wir uns an verschiedenen Punkten in der Diskussion zu befinden. Also, wenn wir über den Boden des Lichts gehen, halte ich es für unmöglich, dem Mann Informationen vorzuenthalten. Ich verstehe das Problem echt nicht. Also wir sind alle der Meinung, er muss sterben. Und Jalan sagt, er kann das selber nicht tun, weil er Warnstrahler ist. Dann tun wir es halt. Aber ich kann es nicht tun, weil ich dann das Verhältnis der weißmagischen Gilde zu Ja, dann halt du auch nicht. Aber Boltax und ich, wir können da doch rein. Ja. Ich da jetzt mit dem Hammer über den Kopf und wenn Abel mir will, kommt Abel mir auch mit. Jetzt, wo er Schwarzmagier ist. Ich bin kein Schwarzmagier. Wo kommst du aus der Welt? Aber was denkt ihr denn, was passiert, wenn die Inquisition rausfindet, dass wir einfach in deren Knast reinmarschieren und da Leute umbringen? Muss ja keiner rausfinden. Nö. Ihr wollt ins Inquisitionsgefängnis einbrechen. Nein, wir gehen direkt hinein, sind alleine und sagen, er hat uns angegriffen. Also wollt ihr einen Inquisitor angegriffen? Aber das wäre eine Lüge. Das könnt ihr doch nicht tun. Boltax geht da rein und raus. Greift ihr eigentlich? Ja. Also geht da rein und raus. Ihr könnt definitiv nicht lügen. Ihr könnt doch nicht in der Stadt des Lichts eine Lüge erzählen. Ihr könnt doch nicht einfach jemanden ermorden. Hallo? Könnt ihr es darauf fokussieren? Bei mir überhaupt so? Nein. Ja, euer Plan ist aber nicht umsetzbar, Igna. Das Problem bleibt ja das gleiche. Wenn wir den Mann einfach töten könnten... Also ich kann den Mann töten, das ist kein Problem. Aber dann wird die Inquisition mir am Arsch hängen. Nein. Und zwar vollkommen zurecht. Wir gehen einfach rein und raus. Boltax kann durch Steine gehen, Mann. Ja. Ich werde euch trotzdem nicht einfach den Mann ermorden lassen, nur weil ihr nicht das Urteil abwarten wollt. Er will doch geopfert werden. Das ist doch sein eigener Wunsch. Ja, aber nur weil man das möchte, dann kann das nicht passieren. Ich möchte auch ganz viele Dinge, die nicht passieren. Aktuell streiten wir uns wegen dem Knilch. Das ist genau das, was er will. Ja, aber unser Streit ist ja gerechtfertigt. Wir gehen ihm auf den Leim. Ja, vor allem, was denkt ihr, wie das Urteil erhalten wird? Meint ihr wirklich, er wird auf unschuldig freigelassen werden? Ein Urteil ist ein Urteil, egal wie offensichtlich es erscheint. Die Frage ist, bietet ihr ihm die Bühne? Genau, bieten wir ihm an, dass er seine Lügen weiterverbreitet und Chaos sieht. Das Problem ist doch gleichbleibend. Wir können nicht in den Inquisitionsknast, ohne dass die uns danach einkassieren und danach befragen die uns. Und nicht, dass ich an jemandem hier zweifle, aber ich halte keinen von euch fähig, ein entsprechend langes Verhör der Inquisition standzuhalten. Auf ihm! Boltax geht da rein, ohne dass irgendjemand das sieht, Mann! Du müsstest ihn mal sehen, so zack, zack, und dann ist er drin und dann wieder drauf. Also, ich weiß nicht, wie mächtig eure Verbindung zu Sumo ist, aber ich bezweifle, dass ihr in ein Inquisitionsgefängnis hereinkommt, ohne dass die das bemerken. Zudem ist es zweifach geheiligter Boden. Die Männer sind ausgebildete Bekämpfer von Paktierern und auch Magiern. Und es würde mich nicht wundern, wenn entweder ein Bote des Lichts... wie heißt ihr nochmal? Isaroni, seid keine Boten des Lichts, ihr seid... Pfeile. Pfeile des Lichts, richtig. Wenn dort einer dieser Vertreter anwesend wäre und wenn der euch erwischt, wie er in das Inquisitionsgefängnis reinschleicht, ich bin mir nicht sicher, ob euch irgendwie jemand retten könnte. Aber guck mal hier, ich meine, Boltax hat doch auch noch diesen Dolch mit dem, der sehr so golden glänzt. Das geht auch. Hm. Dann stirbt da sogar Breios gefährlich oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob Magie überhaupt auf dem Gelände gewirkt werden kann. Wenn, glaube ich, dass das bemerkt wird. Ich glaube nicht, dass ihr im Bereich des Boten des Lichts Magie wirken könnt, ohne dass ihm das auffallen wird. Über den Toren zur Stadt steht Arcanum Interdictum Est. Wenn ihr auf dem Gelände zaubert, macht ihr euch strafbar. Davon mal ganz abgesehen. Ich wollte euch nur einen Ausweg aus dieser Misere bieten. Dafür danke. Ja, ich glaube, wir haben unser Blatt, was den Mann einfach so umbringen, schon verspielt. Dafür ist es einfach zu spät.
Okay, dann haben wir nächstes Problem. Wir müssen immer noch dann nach Aranien, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Habt ihr denn herausgefunden, wo die Frau ist? Morgan. Wir vermuten sie. Morgan. Sie hat zumindest, also ihre Familie stammt aus Zorgan und kurz vor der Besetzung ist sie wohl aus dem Gebiet weggegangen. Also sie war die Hochgeweihte des Elbuhuma-Hesinde-Tempels und hat es aber in Sicherheit geschafft. Wenn jemand weiß, ob wir sie finden, wird das also unsere erste Anlaufstelle sein. Klingt doch gut. Ich dachte, wir fahren mit Boot. Wenn ich euch auf der Reise richtig zugehört habe, Elberum ist das irgendwie genau das gleiche wie Gormak, oder nicht? Muss ich da auch wieder Stahlmann heißen? Das bringt dich auf die Idee, dass du mitkommst. Wenn Held, Hochkönig hat gesagt, ich soll bei euch bleiben. Was? Wir gehen doch aber gar nicht nach Elberum. Ach, wir gehen einmarschieren, um es zu vernichten. Also musst du dich nicht umstellen. In Zorgan werden wir wohl jemanden finden, der sie kannte. Ich wollte euch nur sagen, also dieses Mal weiß ich, dass ich Stahlmann heiße und sagt dann nicht wieder Eisemann oder die anderen Namen. Ich das bin so schön. Verwirrt, worüber ihr sprecht, aber gut. Wir hatten damals also Tarnnamen für Torgosch und für mich und für Jalan und für Ömer und Ragnar. Wir hatten alle Tarnnamen. Damit die uns nicht später opfern können. Hat super funktioniert. Wir leben noch. Oh, ja. Ihr macht mir Kopfschmerzen. Das ist schon schwierig. Jetzt wisst ihr, wie ich mich bei euch fühle. Also ignorieren wir jetzt einfach unser Problem hier und planen die Reise. Wir lösen es hier und heute. Dann sagt mir Abelmir, wie ihr es löst. Wir töten ihn. Aber wie, Abelmir? Wie töten wir ihn, ohne dass wir das Problem nicht einfach auf einen von uns verlagern? Abelmir ist ja Schwarzmagier. Ich bin kein Schwarzmagier. Das ist immer noch verdammter Preios heiliger Boden. 50 Meter neben dem Boden des Lichts. Ich zweifle ja nicht daran, dass ihr alle mächtiger Magier seid. Aber irgendwo ist auch mal für euch Grenze erreicht. Und ich wollte Boote keine Lichts, Magie verwenden dafür. Ich wollte ihn dann töten, Abelmir. Sagt mir einfach euren Plan, bitte. Er redet. Egal was, irgendwann stirbt aus Langeweile. Das ist ein Nein. Ja, wir gehen hinein, aber mir. Okay, und dann? Und wir gehen wieder hinaus. Und wenn wir hinausgehen, ist er tot. Ja. Wir gehen aus einer Gefängniszelle wieder hinaus. Gut. Dann gehen wir mal davon aus, dass dann rufen wir die Wachen. Und den wollt ihr dann was sagen? Er ist tragisch in meinen Säbel gestürzt. Er griff uns an. Aber wenn er das nicht tut, Abelmir, und ich will nichts behaupten, aber weder ihr, noch ich, noch die anderen hier, können vermutlich so gut lügen, dass das A verkauft wird, noch würde Isar ruhen und... Dann steht da sein Wort gegen unser Wort. Ja, aber die werden uns einkassieren und einsperren. Der Zug ist abgefahren, er wird... Dann steht sein Wort gegen unser Wort. Aber sein Wort gibt es gar nicht mehr, er ist tot. Ja, richtig. Aber Abelmir, wenn die glauben, dass wir die anlügen, weißt du, was die machen werden? Die sehen euch doch. Preios-Kirche, da kannst du nicht lügen. Die werden uns einen verdammten Preios-Segen auf den Hals jagen und er wird sagen, entweder ihr sagt die Wahrheit oder ihr werdet erblinden. Und dann wollt ihr die anlügen? Dann habt ihr schon wieder das Ansehen der Gildenmagie beschmutzt. Ja, und warum auch immer das jetzt unser Hauptproblem ist. Es gibt niemanden, der so gut Lügen durchschauen kann wie ein Preisgeweihter. Also wenn wir jetzt hier alle Fexgeweihte wären, vielleicht. Aber mit uns halte ich das nicht für möglich. Dann hört doch mal auf zu reden, wir gehen jetzt einfach zum Boten des Lichts und fragen den. Fertig. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit. Wir haben Walner Hitzcock eingeweiht. Vielleicht sollten wir noch jemand anders einweihen. Vielleicht die Inquisitorin. Oh, wo er gerade Walner Hitzcock erwähnt. Wie wäre es, wenn er ein Empfehlungsschreiben ausstellt? Und das hat in der... Liebe Gilbira Steinhauer, hiermit empfehle ich von ganzem Herzen, den Mann ohne Befragung hinzurichten. Also, das wird A, sehr komisch wirken und B, wird die Dinge dann erst recht befragen. Die einzige Entscheidung, die wir hier treffen, ist, entweder reden wir mit der Inquisitorin direkt
oder wir reden mit dem Boten des Lichts. Einen von beiden müssen wir einweihen, sonst kriegen wir den Mann nicht tot. Oder überzeugend genug sein. Mhm. Das Problem ist, wenn wir zum Boten des Lichts gehen, ist es nicht garantiert, dass die Inquisitorin, also sie wird sich daran halten, den Mann schnell hinzurichten, aber ich glaube nicht einmal, der Bote des Lichts kann ihr direkt verbieten, ihn zu befragen, weil ihre Preios heilige Pflicht ist, die Wahrheit herauszufinden, um jeden Preis. Er ist der Heliodor. Er kann und sie wird gehorchen. Aber es ist die Aufgabe der Inquisitorin, genau solche Kulte auszumerzen. Aber was ist, wenn er nicht unserer Meinung ist? Wenn er der Meinung ist, dass so viel Information wie möglich gesammelt werden sollte und er hat den Mann in Gefahrsam, er hat eine Inquisitorin dabei und lässt sie ihn befragen. Dann habt ihr euer Blatt verspielt. Richtig. Deswegen würde ich einfach gleich zur Inquisitorin laufen. Ich bezweifle, dass sie die Informationen, wenn sie... wissen wir überhaupt, ob sie überhaupt schon mit ihm geredet hat? Hat das jemand gefragt? In der Tat nicht. Vielleicht hat sie schon lange mit ihm geredet und diese ganze Diskussion, die wir hier führen, ist total für... Wir drehen uns ohnehin die ganze Zeit im Kreis. Ja, richtig. Wir gehen einfach zur Inquisitorin und reden mit ihr. Das ist doch die beste Option, die wir haben. Ja, mit der direkten Empfehlung, schnellstmögliche Hinrichtung ohne großes Fehlerlesen. Ja, richtig. Ohne öffentliche oder teilöffentliche Verhandlung. Ich weiß nicht, wie groß euer Einfluss ist, Jan, aber ich hoffe... Ich weiß nicht, seit ihr meinen Namen durch den Dreck gezogen habt, vielleicht nicht mehr so groß. Ich habe auch gedacht, dass ich vielleicht nicht mitkomme, das macht immer so einen schlechten Eindruck. Dennoch, wenn die Hälfte des Heldenrates dort auftaucht, denke ich, wird sie uns zuhören. Okay. Planen wir dann jetzt Zorgan oder machen wir das danach? Gehen wir zuerst los. Eure Entscheidung. Es hat keinen Zweck, nach Sonnenuntergang noch dort aufzulaufen. Zorgan, was man vielleicht wird man aber auch etwas seltsam, wenn wir da in der Nacht auftauchen, da habt ihr nicht Unrecht. Wir werden mit dem ersten Sonnenstrahl bei der Frau vorstellig werden. Gut, also, Zorgan, wir werden dorthin reisen, ich denke, das steht außer Frage. Zwei Wochen harter Ritt, dann sind wir da. Ich bin noch dafür, wir nehmen das Boot, das wäre nur eine Woche. Seid ihr euch sicher? Keine Zeit zu verspielen. Das Boot müssen wir in Perikum besteigen, wo wir gesucht werden. Wir müssen durch die blutige See fahren, in der wir gesucht werden. Und wir müssten auch noch eins finden, auf dem wir die Pferde mitnehmen können, was auch keine Gegebenheit ist. Das war der Grund, warum ich nach Garak gekommen bin, um dieses Gesucht abzuschaffen. Und ich habe es auch erfolgreich getan. Wann habt ihr was getan? Als wir zum ersten Mal hier, bevor wir überhaupt losgegangen sind, nach Werheim. Da habt ihr wen gesprochen, um diesen Steckbrief aufzuheben? Ich bin in die alte Residenz gegangen und habe dort offiziell Beschwerde dagegen eingereicht, als Wahrheitsgeweihte. Und? Es wurde abgestempelt. Und? Wissen die in Perikum das auch? Es gibt keinen Steckbrief mehr. Natürlich, es wurde ausgeritten. Ich bin mir nicht sicher, ob Bruder von Mendena die Art von Mensch ist, die sich von so etwas beeindrucken lässt. Nun, dann ist er definitiv ein Reichsverräter und dann können wir ihn richten. Das wissen wir schon, seit er uns das letzte Mal festgesetzt hat. Aber wir sind aktuell die Führung des Reiches. Ich denke nicht, dass er sich gegen uns wenden kann. Auch das letzte Mal standen wir in einem Raum voller Wachen und einem geheimen Inquisitionsrat, den nicht sehr gut zu sprechen auf uns war. Aber wenn ihr doch schon letztes Mal euch einfach... Worüber hat er euch suchen lassen? Über die Preios-Kirche, über die Inquisition? Wie hat er das gemacht? Wir sind zu ihm gekommen. Okay, ja. Umso besser. Aber wie hat er euch verurteilt? Wie hat er euch suchen lassen? Hat er euch als Ruland von Madena der Admiral suchen lassen? Hat er euch... Genau zu sein, hat er Davanya eingespannt, um uns als Reichsverräter festzunehmen. Und Davanya ist ein... Was? Armando Laconda Davanya ist ein geheimer Inquisitionsrat und, wie man mir sagt, der aussichtsreichste Kandidat für den neuen Großinquisitor. Also wenn der uns da einfach wieder eincasht und uns das gleiche vorwirft, dann sind wir doch genauso weit wie vorher. Ich sehe, wir sollten reiten. Ich denke auch. Wenn wir morgen sowieso bei der Inquisitorin vorsprechen, können wir sie darum bitten, uns ein Schreiben zu geben, dass wir von der Stadt des Lichts höchst selbst freigesprochen sind.
Das ist natürlich sehr überzeugend, wenn wir gerade darüber reden wollen, einen Paktera hinzurichten und dann erwähnen, ach ja, wir sind übrigens auch selber gesucht, könntet ihr uns da nochmal ein Schreiben ausstellen? Also, hatte ich für keine gute Idee, nach Blutigen See zu reisen. Wir sind schon oft genug dort gereist, aber wie gesagt, es steht ein Krieg bevor. Wir haben nicht wirklich die Schiff. Zeit, eine gesamte Woche zu verschwenden. Erinnert ihr euch noch an der Partien? Ich fürchte, diese Zeit müssen wir uns nehmen. Auch in der Partien haben wir viel zu viel Zeit verschwendet. Das ist richtig. Wir hätten noch sehr viel mehr Leben retten können. Aber und wenn wir dieses Mal wieder eine ganze Woche verschwenden, was meint ihr, wie viele Leben dafür geopfert werden? Aber ist es denn überhaupt gegeben, dass da ein Schiff ist? Und die Frage ist, werden wir die blutige See überhaupt überleben? Also, ich meine, was bringt es uns denn, wenn wir einen Tag sparen und dafür dann auf dem freien Ozean zerrieben werden? Also das ist ja praktisch nur an der Küste entlang, nach Zorgan. Ja, das... Denkt daran, was der Reichsforst und der Eisenwald passiert ist. Die waren wesentlich besser ausstaffiert als wir. Du müsstest auch erstmal jemanden finden, der überhaupt da ein Schiff hat. Ich dachte, das wird alles beschlagnahmt. Und der bereit ist und Notfalls lässt sich alles requirieren. Aber der bereit ist wirklich, die Schrecken der blutigen See zu ertragen. Hat denn irgendjemand von euch noch so viel Geld, dass das überhaupt möglich ist? Ich sagte nicht, dass wir eins kaufen. Ihr wollt eins kaufen? Wenn wir einen Schreiben mit dem Reichssiegel da drauf mitbringen, haben sie keine Wahl. Ja, also, versteht mich nicht falsch, aber wenn da irgendwelche Schiffe eurer Flotte liegen würden, würde ich euch ja glauben, aber ihr wollt zu irgendeinem Händler gehen, der durch die blutige See fährt, dem ein Schreiben vorhanden? Wir könnten Sarnin eine Nachricht schicken. Er könnte uns an derselben Stätte wie letztes Mal aufsammeln. Und da hörst du, wenn wir mit dem Schiff fahren. Aber ich freue mich. Du hast viel gehört. Das letzte Mal, als ich über einen Fluss rübergefahren, Ragnar, den hast du nicht kennengelernt, aber der ist auch mit dem Kanu, ist ja den Fluss runtergefahren und ist aber fast ersoffen. Fluss. Und jetzt, er reibt sich so ein bisschen mit den Händen. Oh, wenn das Torgosch erleben könnte. Keine Sorge, ich habe noch einen Schlaftrunk, den könnt ihr euch einschleusen. Was? Wieso das? Wenn die gesamte Reise verschlaft, dann ist es doch kein Problem, oder? Und wir brauchen einige Tauben. Wir müssen einige Nachrichten versenden. Ja, also mein Problem ist immer noch, ihr wollt da einfach ein Schiff beschlagnahmen. Gut, aber hörst du mir nicht zu. Ja, aber wo habt ihr die Mannschaft her? Hört ihr mir nicht zu? Ja, sag. Ja, ihr wollt Sarnin befragen. Wo ist der Mann? Das werden wir rausfinden. Kunchaum, Helmport, irgendwo. Ja, aber wie wollt ihr dem... Wie schickt ihr dem Mann denn eine Nachricht, wenn ihr gar nicht wisst, wo der ist? Wir schicken ihn jedes Kaff eine Eule. Ja, und wie lange, so lange, dann soll der uns einfach... In der Zwischenzeit werden wir geritten. Ich sage es nur einmal. Also bis dies hier wieder ankommt und bis der da hochgesegelt ist, von wo auch immer der ist, da sind wir ja schon da. Und das sind die Möglichkeiten. Perikum ist kein Umweg. Selbst wenn wir dort kein Boot finden, können wir einfach die Küste entlang weiterreiten. Wir müssen nicht unbedingt durch Barbarien hindurch reiten. Falls wir ohne Schwierigkeiten hinein und wieder hinauskommen. Wir können auch schleichen. Ihr könnt euch doch klein machen. Wir haben hier Gormak überlebt. Mensch, Jalan, da werden wir doch sicherlich sowas wie Perikum schaffen. Wir werden morgen früh mit der Inquisitorin reden und eventuell sogar mit anderen Preisgewählten. Dort können wir uns anschreiben holen und wir können uns wir sind der Reichsrat aktuell. Wir können uns einfach selber einen Brief ausschreiben mit dem Reichssiegel. Natürlich, Reichssiegel haben wir. Dagegen kann er sich nicht wehren. Wenn er es dennoch tut, dann ist er ein Reichsverräter und wir können seine Armee gegen ihn befehligen. Wir sind der Heldenrat von Gareth, das ist ein Unterschied. Angesichts der Tatsache, dass der Thron vakant ist und die Reichsregierung tot, ist der Unterschied minimal. Sind wir aktuell die Regenten? Nein, natürlich nicht. Das sind wir nicht. Wir sind Teile des Heldenrats von Gareth. Wir sind nicht. Und der Heldenrat als Ganzer ist aktuell der Regent. Seit wann das? Oh, also seitdem es niemand anders mehr gibt, der es macht. Seit zwei Kaiser tot sind, vielleicht. Und der Rest der Reichsregierung unter Trümmern begraben liegt oder sich. Wissen die Götter, wo Pollinger an sich hin verkrochen hat? Weil wir es machen und niemand anders. Immer ist tot und Ohio ist auch tot. Aber gut, setzen wir also ein schönes Begnadigungsschreiben für unsere kriminellen Gruppenmitglieder auf, gesiegelt mit dem Reichssiegel. Genau, ich meine, Isarun, ihr werdet jetzt nicht gesucht, weil dann könnt ihr das unterschreiben für Jalan und für Abelmir.
Dann aber mir zum Diktat, bitte. Da bin ich drauf gespannt, was ihr dort schreiben wollt. Aber ich habe immer noch ein Problem mit der gesamten Geschichte. Ihr geht nach Perikum, ihr beschlagnahmt ein Schiff. Das klappt. Wie findet ihr denn eine Mannschaft für ein fremdes Schiff, die mit euch durch das Golf von... durch diese Dämonensee da fährt? Oh, das wird ein Abenteuer. Mit irgendeinem Klepper. Das wäre nicht das erste Mal. Da müssen wir richtige Helden finden. Richtige aber vielleicht sind da auch gar keine... Leute, die... Ja, was meint ihr, was der Mann macht, der da der Admiral ist? Der schnackt nach jedes Schiff, was sich nicht bei drei wieder den Hafen verlassen hat. Dann entern wir eins, wenn er nicht spuren will. Und dann sind wir so weit wie vorher. Seht ihr irgendwo eine Armee, die ich nicht sehe? Die haben 50 Mann in Gareth. Wie wollt ihr denn ein Schiff entern? Warum reiten wir nicht einfach diese verdammte Küste herunter? Wo liegt da die Schwierigkeit? Weil das so lange dauert. Das dauert 5 Tage. Es wäre nicht das erste Mal, Rafim, dass wir mit weniger als das ein Schiff entern. Ihr wollt einfach irgendwelche ehrlichen Händler überfallen? Und Gottes Willen, wir haben doch gerade noch von der... Ach, ihr hört mir nicht zu! Ja, okay, ihr wollt da das Schiff beschlagnahmen, das habe ich verstanden. Ihr wollt irgendein Schiff nehmen, von dem ihr nicht wisst, dass es da ist, und das wollt ihr dann einfach mit nach unten nehmen, mit irgendeiner Mannschaft, die ihr vor Ort anheuert, mit Geld, das wir nicht haben. Selbst wenn dort kein Schiff ist, ist es immer noch genau der gleiche Weg. Es dauert genauso lange, nach Perikum zu reiten und dort von die Küste entlang zu reiten, anstatt dass wir durchs Innenland reiten. Ja, ich würde sagen, das ist korrekt. Es ist knapp ein Tag Umweg, aber im Grunde hat er recht. Geld können wir notfalls aus der Schatzkammer. Aber das eine ist doch eine ausgebaute Straße und das andere ist irgend so ein Weg da an der Küste lang. Das ist doch ein Riesenunterschied. Also ihr reitet doch nicht durch die Pampa, über irgendwelche Waldwege genauso schnell wie auf ausgebauten Straßen. Was ist denn mit euch los? Anstellung. Und ein Küstenpfad ist sicherlich auch nicht so sicher wie eine Inlandsstraße. Und das führt über irgendwelche Gebirge da. Was glaubt ihr denn, was ihr da für Geschwindigkeiten aufbaut? Mit fremden Pferden. Also nach Perikum sind wir von der Kreuzung aus, von der Reichsstraße aus, sicherlich in einem Tag geritten. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Das heißt, wir können auch an einem Tag nochmal zurückreiten. Wir würden also höchstens 2 Tage verlieren. Was haltet ihr denn davon, wenn wir die Harveske weiterfragen? Die war doch ganz nett. Das ist eine gute Idee. Das ist tatsächlich mal eine gute Idee. Und wenn wir jetzt willen, das ist echt eine gute Idee. Igna, was ist los? Ich weiß nicht, was. Er guckt so ein bisschen mit leeren Augen in eure, das liegt in eure Gesinde. Prost auf einen Grosch. Auf einen Grosch. Tatsächlich eine sehr gute Idee. Wir schicken trotzdem eine Nachricht an Salim. Vielleicht ist er ja in 7 Tagen in Perikum. Also, ich kann jemanden hinschicken. Schaden tut's bestimmt nicht. Aber dann ist unsere Reise doch im Grunde geplant. Ich meine, wir nehmen Pferde, reiten nach Perikum. Ich werde mit Eisinger oder seiner Tochter sprechen müssen. Ich brauche wohl eine neue Rüstung. Vielleicht hat er noch was rumliegen. Ja, das ist ja kein Problem. Dann reiten wir nach Perikum, entweder nimmt uns sein Schiff auf, wenn wir kein Schiff finden, reiten wir zurück, reiten über Bamburin nach Sorgan und dann gucken wir, was uns da erwartet. Dort spüren wir jemanden auf, der ihre Gnaden von Melena kannte. Und hoffentlich wird irgendjemand wissen, wo sie danach hin ist, falls sie nicht mehr in der Stadt ist. Und dann verhindern wir als Helden den Krieg mit Hafax und dass er das ganze Mittelreich einreißt. Mit etwas Glück können wir im Handstreich sowohl Hafax als auch... wie hieß die Uronierin dann noch gleich? Die Ammonia? Dimonia. Mit Glück können wir beide im selben Streich loswerden. Und wir kriegen den Splitter, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Schwerenschänder. Also das behauptet er jetzt. Ihr wisst ja, wie man Baktian glauben kann. Selbst wenn wir dieses Horn von Habt ihr nicht gesehen, nicht bekommen, können wir immer noch den Splitter des Xafai von seiner kalten Leiche nehmen. Kriegen wir sogar 2 Splitter, sehr gut. Euer Plan ist ja mehr als wahnwitzig. Der Mann ist ein... Euch überrascht das noch? Ja, aber ihr sprecht hier über einen Mann, der ein genialer Feldherr ist, vermutlich ein genauso guter Kämpfer wie ein jeder von uns, der vermutlich in einer Armee eintrifft. Und ihr wollt den angreifen? 2 Armeen. Dafür mit 2 Armeen. Wenn es leicht wäre, Rafim, hätte ich Reto und 5 Mann hingeschickt. Rafim, wir haben uns einer fliegenden Stadt gestellt.
Eine Armee ist, denke ich, nicht mehr wirklich etwas, was uns Angst machen sollte. Wenn sie von Harpas geführt wird, ja. Was? Überlegt doch mal, was ihr sagt. Das sind irgendwelche bescheuerten Bluttempler. Das sind irgendwelche Söldner, die seit Jahren auf, weiß ich nicht mal, ob es Jahre sind, auf Maraskan überleben. Das sind doch keine Kinder, mit denen man zwei Speere in der Hand gedrückt hat und gesagt hat, ihr seid jetzt Soldaten. Ihr könnt doch gerne zu Hause bleiben und euch unter eurem Bett verstecken. Wenn ihr Feige seid, bitte. Wir machen das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ihr vorhabt, euch den Mann zu stellen. Wir besorgen uns, was auch immer die Alte da hat. Und dann gucken wir, wie wir damit handeln. Der Plan kann doch nicht sein, sich dem Mann zu stellen. Das ist doch wahnwitzig. Der Plan ist es, uns erstmal dessen zu bemächtigen, was er will, und es dann gegen ihn einzusetzen. Ja, das ist was anderes, als was ihr gesagt habt. Glaubt ihr wirklich, wir gehen dahin und sagen, hey Hafax, deine Mama ist hässlich und fordern ihn zu einem Duell heraus? Boltax, ich habe gehört, er steckt in einer Endorium-Rüstung. Hafax? Das wäre auch nichts Neues. Das wäre doch mal etwas. Da haben wir schon einen mit Tod geprügelt, das ist jetzt nicht so schwierig. Den müssen wir auch noch aus einer Rüstung holen. Oh, wir müssen aufräumen. Aber gut, wir gehen jetzt nach Zorgan, das klingt auch nach einem sehr guten Vorschlag. Wir gehen nach Zorgan und informieren uns da, wo diese Dame ist, und dann suchen wir uns die Dame und dann gucken wir, was wir dann tun. Das klingt doch gut. Erst einmal gehen wir jetzt alle ins Bett und morgen haben wir genug zu tun, aber ich würde gern binnen der Woche aufbrechen. Gut, kümmern wir uns morgen um unsere Angelegenheiten und vielleicht können wir übermorgen schon los. Ja, so. Schaut ihr euch ein bisschen um. Trinkt noch die letzten Schlücke Bier aus, die noch irgendwie da sind, oder die angebrochenen Getränke, die ihr euch dann auf dem Weg noch besorgt habt, damit ihr wenigstens etwas gegen den pappigen Mund machen könnt. Draußen stürmt es noch immer, Regen, Donner, Blitze, der ganze Tag ist verflucht. Und wenn ihr dann langsam mit unsicherem Schritt euch durch die Räume tastet, nicht genau sicher seid, ob das jetzt die neue Heimat ist, könnt ihr euch dann verschiedenste Betten suchen und in einen tiefen Schlaf fallen. Der allerdings nicht erholsam wird. Abelmir, Iserun, Kiaras, Rafim und Jalan, ihr werdet allesamt geplagt von Albträumen. Schwarz. Durch einen Gang aus schwarzem Stein und hellen Knochen, durch die Finsternis, die euch umgibt, Furcht, die euch hervoreilt, Tod und Verdammnis, die euch folgen. Die Schreie der Versager, die immer schwächer und heiserer werden, die eure Seelen greifen und schreien. Ihre erbärmlichen Leiber, die längst zu Staub zerfallen sind. Ihr schmeckt das Menschenfleisch und das Menschenblut auf eurer Zunge und zwischen euren Zähnen. Ihr dreht euch um, euren gewaltigen und massiven Körper. Ihr sitzt auf einer goldenen Pyramide und blickt in die Stadt aus Albträumen. Wahrung. Gardusfall. Dann dringt ihr durch einen dunstigen grauen Schleier in irgendetwas ein. Zunächst könnt ihr nur noch Nebelschwaden um euch herum mal sehen, dann schälen sich weitere Konturen heraus. Mauern, Zäune, Kuppeldächer. Und dann steht ihr wieder in Gareth. In einem verheerten und zerstörten Gareth. Überall torkeln und taumeln lebende Leichname, wanken umher und fluten die Straßen. Verrichten stumpfsinnig ihr Tagwerk. Schädel, Pyramiden markieren den Einflussgebiet. Das Einflussgebiet der schwarzen Drachen. Der Verwesungsgestank liegt über allem. Die ganze Stadt ist schwarz. Über euch könnt ihr in den Himmel blicken. Das Sternkleid ist komplett zerrissen. Und er klafft offen mit einem Blick in die Niederhöllen von Targuniton.